Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück im Kaiserreich. Im Frieden, hoffentlich bleibt das eine Zeit so. Und wir werden jetzt immer, solange das nötig ist, am Beginn der Folge ein bisschen unsere Armeestruktur verändern, modernisieren. Da ist so ein bisschen Micromanagement nötig und das will ich jetzt auch etwas verteilen über die Jahre. Und die Soldaten und Offiziere müssen sich auch ein bisschen an die neuen Dinge gewöhnen. Als erstes, wenn wir mal komplett alle markieren und hier alle unterbesetzten Brigaden auflösen, denn wir haben immer noch mehr, als wir eigentlich mit Soldaten-Pops unterstützen können. Soweit, jetzt sind wir immerhin schon bei 100 und jetzt werde ich Folgendes tun. Ich werde jetzt Korps für Korps durchgehen und es gibt eine gewissermaßen eine Armeereform. Wir gehen hier mit der neuen Zeit. Wir werden alle Kürassiere, die wir hier noch haben, die werden wir außer Dienst stellen. Die brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, die Technik und so weiter, die Militärtechnik und Militärtaktik geht so weit voran, dass es Kampfeinheiten auf dem Pferde irgendwie nicht mehr zeitgemäß sind. Deswegen werden wir die entlassen. So, wir gucken mal, wo wir jetzt überall Kürassiere haben. Hier haben wir Dragoner. Das ist noch okay. Die können wir im Notfall auch irgendwie anders verwenden. Aber hier die Kürassiere. Leider geht das nur so ein bisschen umständlich. Aber es geht. So, das war das vierte. Ne, das war das dritte. Jetzt haben wir das vierte. Auch hier gibt es noch Kürassiere, die wir nach Hause schicken. So, das fünfte Korps. Wie sieht es hier aus? Ja, ebenso. Gut. Und das sechste Korps. Da gibt es keine Kürassiere mehr. Und im siebten, da gibt es welche. Gut, dann haben wir jetzt 95 von 94 einen mehr, aber das ist soweit okay. Und mit diesen Einheiten, die wir hier haben, die will ich ja sowieso noch... Ach Gott, warum stehen die hier noch? Die sollten doch auch nach Stettin. Die wollen wir noch ein bisschen aufteilen. Wir werden in einem nächsten Schritt dann hier die Sollstärke der einzelnen Korps nochmal neu definieren und die Zusammensetzung. Also wird tendenziell ein Stück weit mehr in Richtung Artillerie gehen. Das ist der neuen Zeit geschuldet. Soweit, so gut. Insofern können wir weitermachen und Stichwort neue Zeit. Jetzt gucken wir nochmal in die Zeitung. Waffenruhe, Frankreich gibt auf. Das wollen wir uns doch nochmal anschauen. Der 7. September 63. Am 7. endet der große Krieg zwischen Frankreich und dem Deutschen Kaiserreich mit unserem glorreichen Sieg. Der Krieg, bekannt als französische Befreiung von Elsass-Lothringen, wütete von 1862 an. Okay, also ein bisschen mehr als ein Jahr. Ja, wunderbar. So, was gibt's noch? Freundschaftliche Beziehungen mit den Russen. Sardinien-Piemont, das ist schlecht. Das Rote Kreuz. 16 Länder stimmten den Genfer Konventionen zur Situationsverbesserung verwundeter Soldaten zu. Ja, auch wir haben zugestimmt. Die Osmanen dehnen sich aus, das haben wir kennengelernt. Und in Korea ist eine liberale Partei gegründet worden. Fantastisch. Gut, ansonsten geht es munter weiter. Gott sei Dank müssen wir zumindest diesmal keine neuen Divisionen mehr aufbauen. Das ist sehr schön. Okay, die Griechen annektieren da irgendwas. Ich weiß gar nicht, was die denn da annektiert haben, bitte. Waren die im Krieg? Keine Ahnung. Naja, vielleicht war es irgendeine Entscheidung, von der ich nichts weiß. Ja, zum Glück müssen wir keine Division aufbauen, wie das beim letzten Frieden der Fall war. Dadurch, glaube ich, sind wir in einer doch etwas komfortablen Situation, wie mir erscheint, als nach dem ersten Krieg. Wir haben, oh, was ist hier los? Bündnisangebot von Brasilien. Jetzt könnte es vielleicht doch mal interessant werden. Zumal hier Frankreich hier in der Kolonie hat in der Nähe. Tja. Brasilien, gucken wir uns die mal an. Die sind auf Rang 13. Und was haben die hier für Beziehungen? Sie sind verbündet mit Chile und Ecuador.
Derzeit ist ein Krieg gegen Argentinien und Bolivien am Start. Es geht um Regionen erobern. Tja, ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich meinte, wir könnten natürlich was durchaus im Interesse der deutschen Industrie vermutlich wäre, ist eine Interessensphäre. Das würde natürlich ein Bündnis mit Brasilien, das würde dem förderlich sein. Ich glaube, wir können das durchaus mal machen. Also nicht, dass... Ich weiß nicht, ich denke jetzt mal an Wilhelm I. und Bismarck. Würden die sowas tun? Wahrscheinlich mit großem Widerstreben. Aber was dafür spricht, ist einfach diese Grenzlage zur französischen Kolonie. Das wäre einfach witzig, wenn wir die auf diese Weise auch noch ein bisschen unter Druck setzen könnten. Wir versuchen es mal. Mal gucken, was passiert. Die Frage ist, ob uns das in blöde Kriege reinführt. Das ist so ein bisschen das Problem. Und die Frage ist, ob wir vielleicht ein bisschen was dazu beitragen können, versuchen können, sie in unsere Sphäre zu holen. Wir gucken mal hier. Noch, oh, wir brauchen vielleicht in Österreich gar nicht mehr so viel zu investieren. Wir brauchen eigentlich jetzt nur so eine Art Abwehrkampf zu führen. Insofern können wir eigentlich mehr Einfluss nach Brasilien schicken. Welche Staaten haben wir denn noch so? Frankreich hat... Ja, das ist uns nicht möglich. Algerien könnten wir natürlich... Da könnten wir was tun. Das würde Frankreich auch ärgern. Aber ich glaube, das machen wir nicht. Wir versuchen es mal mit Brasilien. Mal gucken. Ob wir da die Einzigen sind, sieht so aus. Aber Österreich müssen wir natürlich aufpassen. Die sind alle vertraut dort. Oh. Was ist hier los? Es gibt einen Konflikt. Diplomatische Spannung führt zu einem internationalen Konflikt in Punjabisch-Beluchistan. Okay. Gucken wir uns das an. Die Osmanen. Es geht um die Osmanen. Aha. Wie? Aber wenn das um die Osmanen geht, heißt das etwa, dass deren Bündnis irgendwie auseinandergegangen sind? Das kann doch nicht sein. Ich verstehe es nicht ganz. Punjab, Afghanistan möchte von Punjab diese eine Provinz haben. Punjab, Beluchistan, darum geht es. Gucken wir uns das mal an. Hier, um diesen Grenzkonflikt. So, Afghanistan ist verbündet mit Makran. Aber was haben die Osmanen da zu suchen? Punjab verbündet mit Persien und steht unter Schutz von der Briten. Aber was machen die Osmanen da? Das verstehe ich nicht ganz. Sie sind verbündet mit Großbritannien und Schutzmacht von Persien. Das ist das Einzige. Ich meinte, könnte das britisch-osmanische Bündnis entzweien? Das ist natürlich auch eine interessante Entwicklung. Also wir werden uns erstmal nicht... Wir werden erstmal unentschlossen sein. Und hier gibt es eine Angebotsunterstützung durch Afghanistan. Ach so, das ist nur... Sie schicken dort gerade die Angebote, alles klar. Das waren die Osmanen. Das habe ich missverstanden. Insofern doch keine Differenz zwischen Briten und Osmanen. Leute, ich werde jetzt garantiert keinen Konflikt mit Großbritannien anfangen. Vergesst es bitte. Jetzt fragen Sie die Vereinigten Staaten. Mal gucken. Die Franzosen, ich lache mich scheckig. Das ist natürlich ganz in unserem Sinne. Ein internationaler Konflikt brodelt. Als Großmacht erwartet man von uns, unsere Position festzulegen. Ja, wir sind an diesem Konflikt interessiert. Jetzt sind wir nämlich interessiert. Wir werden uns natürlich auf die britische Seite schlagen, gegen die französische.
Das ist ja hochinteressant. Die Russen stehen natürlich auf französischer Seite. Ach du Schreck. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, ich hoffe, die Belgier kommen dann zu uns. Und die Osmanen müssten auch auf britischer Seite stehen. Vielleicht könnten wir dieses Problem Russland... Nein, die Japaner! So, kommt jetzt. Ich hoffe, das wird noch geklärt. Also das ist jetzt schon wichtig. Können wir da irgendwas tun? Nee, wir können keine Angebote machen. Die Briten müssten jetzt mal Angebote machen. Also bitte, die Bündnispartner Osmanen, die müssen doch darüber gehen. Das kann doch nicht sein. Wo sind sie jetzt? Nirgendwo. Leute, es wird spannend. Steht schon gleich der nächste Konflikt hier vor der Tür. Sind wir dazu bereit? Ich weiß es nicht. Die Zeit vergeht. Was wir auf jeden Fall mal tun sollten, das habe ich vergessen. Ich wollte immer am Jahresanfang hier die Steuern anpassen. Weiter runter, wir wollten ja immer so auf 200 gehen. Ich gehe mal runter auf 42%. Das ist jetzt die, jetzt kommt die liberale Partei hier zum Tragen. Aber vielleicht können wir sogar 41% machen. Meine Güte, den Leuten geht es aber auch fantastisch hier in unserem Reich. Und wir verfolgen mal weiter die Konflikttemperaturen. Aber ich will nur mal gucken, ob hier irgendwie was passiert. Österreich, vertraut, fremd, Dänemark, das ist alles okay. Das ist alles im Rahmen. So, gucken wir uns das weiter an hier. Dieses Drama. Also bitte, die Belgier müssen noch auf unserer Seite stehen und die Osmanen auf der Seite der Briten. Kann nicht wahr sein. Die wollen jetzt echt diesen Prestigeverlust hier hinnehmen, dass sie sich nicht entscheiden können. Fass es nicht. Was sind denn das für Weicheier? So, immerhin eine große Entdeckung. Kapital für Investoren. Zu diesem Zeitpunkt war das Marktverhalten geregelt und die Kapitalnachfrage konzentriert worden, was die Schaffung eines Kapitalmarkts ermöglicht hatte. Fabrikkosten minus 1%. Gut für unsere Kapitalisten, die im Übrigen, glaube ich, sehr, sehr eifrig bauen. Das schauen wir uns auch nochmal an, wie es da perspektivisch weitergeht. Ey, die sind echt immer noch unterschlossen und der Konflikt wird immer heißer. In 139 Tagen wird ein Krieg ausbrechen. Muss ich möglicherweise schon hier... Oh Gott, wir haben kaum Geld für so einen Krieg. Die Frage ist, müssen wir hier unsere Militärausgaben jetzt mal erhöhen? Nee, ich glaube nicht an einen Krieg, Leute. Ich glaube nicht daran. Die Osmanen müssen doch auf unsere Seite kommen. Ja, alles klar. Ich glaube, das ist mit einem Prestigeverlust von Frankreich verbunden. Hoffe ich doch zumindest. Die Sache sollte sich erledigt haben. Und Brasilien ist in einem Krieg gegen Kolumbien. Ne, sie rechtfertigen ihn, alles klar. Ja, jetzt sollen wir natürlich mitmachen, vermutlich. Aber da werden wir natürlich passiv irgendwie mitmachen. Vielleicht geben wir ihm ein bisschen Geld oder so. Aber aktiv werden wir nicht mitmachen. Wie ist denn unsere Sphärensituation? 36. Und hier gucken wir uns das mal genau an. Das ist alles eigentlich im Rahmen. Aber was ich ganz vergessen habe, wir wollen ja Beziehungen verbessern. Super wichtig. Können wir gleich nochmal machen. Wenn der wieder da ist. Am 25. jetzt. 108. Es geht voran. Wären Sie denn jetzt eigentlich schon wieder bereit? Können wir jetzt nicht angucken. Erst am 10. Gibt es da noch andere Sachen? Nee, nur die negativen Beziehungen stehen dem entgegen. Ich hoffe, das bleibt so, liebe Freunde. Ich hoffe, das bleibt so. Wir können nämlich schon weitermachen. Beziehung verbessern. Minus 93. Geht doch ganz gut voran, oder? Ja, aber die Zeit läuft auch. 64. Ein Jahr ist rum. 4 Jahre haben wir noch. Oh, was ist hier alles passiert? Briten überzeugen Griechenland, die Botschafter der Osmanen zu verbannen. Gibt es da möglicherweise doch Konflikte? Spanien, das ist klar. Briten und Spanier sind Schweiz, Schweden, Österreich. Schweden ist insofern auch interessant übrigens, weil sie auf Rang 9 sind und durchaus, wir sortieren hier mal nach Großmächten, durchaus aufstrebend in der Hinsicht. Rang 8 ist Japan mit 196 Punkten, sie haben 157.
durchaus möglich, dass sie groß gemacht werden. Das wäre auch gar nicht so blöd. Weil sie ja bisher im russischen Einflussbereich sind und da könnte man sie dann herauslösen. Auch eine Möglichkeit. So, wir sind wieder im neuen Haushaltsjahr, aber wir sind so in etwa an der Zielmarke unseres Überschusses angekommen und ich sehe gerade, wir können eine Meinungssteigerung in Richtung Brasilien machen. Aber wisst ihr was? Dazu müsste ich dazu Diplomaten aufbrauchen? Ich glaube nicht, ne? Gehen wir mal kurz nach Brasilien. Nee, müsste ich glaube ich nicht. Meinung steigern. Wunderbar. Doch, musste ich. Verdammt. Wir sind jetzt zumindest herzlich. Aber das werde ich dann trotzdem weiter jetzt nicht machen, weil Österreich hat natürlich absoluten Vorrang. Das war ein kleiner Fehler jetzt. Kommandostabsunterstützung. Die Einführung von Stäben in niederrangigen Einheiten war ein Nebeneffekt der Arbeit eines effizienten und funktionalen Generalstabs. Schon bald hatten alle Einheiten Stäbe, die ihre Anführer unterstützten. Plus 1% Mobilisierungsumfang. Sehr schön. Können wir mehr mobilisieren? Oh, 134 anstatt, was war das eben, 115 oder so. Das ist aber ein deutlicher Anstieg. Da muss noch eine andere Rechnung dahinter stehen. Das wird dann wahrscheinlich potenziert durch pro Militär oder sowas. Und ich sehe gerade, wir können auch schon wieder 98 Regimenter unterhalten. Das ist sehr erfreulich. Aber da werden wir dann erst in der nächsten Folge weitermachen. So, Eisen und Blut. In Trier wurde eine reiche Eisenerzader entdeckt. Die Ader ist reich, befindet sich... Ach ja, das ist tief und gierig. Nein, das machen wir nicht. Manche Dinge sollte man einfach vergessen. Oder nicht vergessen, ich weiß nicht genau. Und was sagt die Zeitung? Gott sei Dank, ein Konflikt wurde verhindert. Argentinien ist im Krieg. Belgische Beleidigungen. Ein fiktionales Szenario einer Kriegserklärung durch unser Land wird für möglich gehalten. Das ist aber schlecht. Schwedisch-britische Beziehungen. Gute Beziehungen. Was ist denn hier los in Belgien? Unsere Beziehungen sind doch hervorragend. Gibt es auch gar keine Zweifel. Naja, so ist das nun mal. So, was macht hier Österreich? Die Franzosen legen ein bisschen zu. Da müssen wir natürlich aufpassen. Aber noch ist es, glaube ich, nicht gefährlich. In Spanien auch, aber nur sehr langsam. Und wir haben wieder einen Diplomatiepunkt, den wir aber dann wirklich jetzt für Österreich aufsparen werden. So, Langstreckenfeuertaktik. Diese Taktik bedeutete, sich aus dem Feuerbereich des Feindes herauszuhalten und ihn mit Geschützen größerer Reichweite zu beschießen. Oder aber kurz vorzustoßen, um die eigenen Geschütze abzufeuern und sich dann schnell aus dem feindlichen Feuerbereich zu entfernen. Flottenorganisation plus 5, ja, das betrifft unsere nicht vorhandenen Flotten und das ist durchaus ein Thema, dem wir uns dann auch mal bald widmen können. Zumindest eine kleine Flotte können wir perspektivisch mal aufbauen. Aber erstmal haben wir eine neue Schlüsseltechnologie erforscht. Und zwar einen neuen nationalen Fokus können wir vergeben. Das ist hocherfreulich. Aber vor allem können wir nochmal den Würfelbecher schwingen. Und was ist nun? Was wird nun in der Wissenschaft diskutiert? Weiter die Marinetechnik. Wer hätte das gedacht? Und ich glaube, dann gehen wir jetzt hier mal auf Dampfschiffe. Forschung beginnen. Okay, gut. Und dann haben wir sogar noch die Möglichkeit, einmal die Beziehung zu verbessern. Wir sind schon bei minus 48. Geht das doch schneller, als ich hochgerechnet habe? Ich bin nicht ganz so sicher. Das heißt, wir müssten eigentlich bald, vermutlich spätestens in einem Jahr, in der Lage sein, dieses Bündnis anzugehen. Und das wird ja dann hochinteressant, ob uns das gelingen mag. Okay, wir werden sehen. In der nächsten Folge wird das vermutlich geschehen. Bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.